Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dredge. Wir stehen, wie auch schon am Ende der letzten Folge und der davor, am klapprigen Ponton der reisenden Händlerin, der erfahrenen Händlerin so gesehen. Wir haben beim letzten Mal einige Wertgegenstände hier rausholen können. Aus dem Bereich der Mangroven, also sprich mehr oder weniger halt im äußeren Bereich. Und ich hätte gesagt, wir machen uns mit dem, was wir beladen haben, erstmal auf den Weg nach Kleinmark. Denn es gibt wieder gute Wertgegenstände zu verkaufen, als auch zwei Flaggen beim Anstreicher abzuliefern. Und ich habe mir gedacht, investieren wir erstmal einen weiteren Forschungspunkt, ein weiteres Forschungsteil in einen der weiteren Krabbenkörbe. Denn in ferner Zukunft, ich will jetzt noch nicht sagen jetzt genau, aber bei Zeiten hätte ich mit euch mal ganz gerne einige Bereiche der Karte nochmal abgefahren, um dort halt nach Tieren zu suchen. So wie es die Enzyklopädie sagt, um diese halt auch mal im Buch zu vervollständigen. Und das geht halt nur. Das geht halt nur, wenn wir auch die jeweiligen Jagd- und Fangmethoden einsetzen. Habe ich überhaupt noch Platz? Jo. Haben wir. Ja, Schwarzspitzenfei. Das ist ja gerade ein bisschen doof, ne? Würde gehen. Es würde gehen, wenn wir ein wenig wieder tricksen. So zum Beispiel. Ist der Dockarbeiter eigentlich wieder da? Der ist aber ganz schön blass geworden, Junge. Nachdem er mit dem Paket letztens abgehauen ist. Der Dockarbeiter steht mit ausdrucksloser Miene am Rande des Docks und starrt ins Wasser. Er wirkt wie gelähmt von dem, was er dort sieht. Was ist denn mit dir los? Er starrt weiter schweigend vor sich hin. Du bleibst eine Weile bei ihm stehen. Von Zeit zu Zeit durchläuft ein Schauer seinen Körper und sein Atem wird schwer. Alles in Ordnung? Er scheint unfähig zu antworten. Er spannt sich an, die Hände sind zu Fäusten geballt. Er presst die Augen zu, eine Träne rollt über seine Wange. Bruder, was ist mit dir? Du bemerkst, dass sein Nacken und sein Overall von einer dunklen Flüssigkeit bedeckt sind. Derselben dunklen Flüssigkeit, die vorher aus dem Paket sickerte. Sein Körper entspannt sich plötzlich und er reißt die Augen auf. Sie sind verschleiert und ausdruckslos. Flüssigkeit rasselt in seinen Lungen. Etwas dunkler Schleim tropft aus seinem Ohr und landet auf dem Dock. Er schlüpft zwischen den Brettern hindurch und gleitet ins Wasser. Digga, what the hell was that? Ein zitternder Kopf wendet sich dir unendlich langsam zu. Sein Atem wird schwer vor Wut. Du weichst zurück und lässt ihn dort am Dock stehen. Digga, was hat der... Was ist denn aus den Mangroven hier mit rübergekommen, sag mal? Digga.
Vielleicht weiß der Vater irgendwas. Hallo, alles in Ordnung? Weißt du etwas über seltsame Vorfälle? Ich gehe kaum mehr vor die Tür, ich bekomme also nie viel mit. Aber ich kann mich noch an die letzten Tage des alten Bürgermeisters erinnern. Kein schöner Anblick. Aha! Von dem hatte ja auch schon mal der Sammler auf der Schwarzfelsinsel uns was erzählt. Zwar nur angerissen, aber da war was. Brüllte er herum und warf Sachen ins Meer. Wirf es zurück, schrie er wieder und wieder. Flehte jeden an, heulte es in den Wind. Heute kann ich ihn beinahe verstehen. Kann ich hier sonst noch mit etwas helfen? Nee. Aber interessant war das trotzdem. Ja, wir haben einen weiteren Stofffetzen gefunden. Die Schlangenflagge. Und noch eine. Ja, komm, lass mal machen, die Hakenflagge. So, einmal zu dem Antiquitätenhändler. 155 für den gesamten Schmuck. Da hast du, Junge. Also, ich habe das ja schon mal erwähnt gehabt, ne, mit dem schwarzen Öl von den X-Akten. Und das war auf jeden Fall nicht gesund. Also, beim besten Willen nicht. Und dass der Dockarbeiter davon, also, da muss ja irgendwas richtig Ekelhaftes bei rausgekommen sein. Aus dem Paket. Nee, die Möwen haben hier nichts mitgenommen, keine Sorge. Schiffsbauerin. Es tut mir wirklich leid wegen der Unordnung hier drin. Ja, wir wissen, dass du relativ beschäftigt bist. Ich wollte mal was nachsehen und zwar... Hat sie gar keine Krabbenkörbe? Ach nee, das hatte der Fischer gerade, ne? Ja, er hat die. Ja. 6 Tage. 3 Tage. Fassungsvermögen 5x4, 4x4. Das würde das gleiche kosten. Den können wir aber länger draußen lassen. Ich denke mal, wir werden uns mal den robusten Krabbenkorb mal mitnehmen. Einfach mal als Austausch dafür. Das Teil nimmt dann aber auch gleich 3 Plätze ein. Ne? Da packen wir es mal hier mit in die Mitte. Ja, okay. Also halt bei Zeiten würde ich das mit den Krabbenkörben mal angehen. Vielleicht schon hier in dem Anfangsgebiet. Ja. Schade, ich war zu spät. Oder halt bei den Sturmklippen. Moment, die können wir eigentlich auch gleich mitnehmen. Wir fahren ja sowieso rüber zur fahrenden Händlerin.
gerade noch einer? Drei? Holy shit. Ich glaube, das wird nicht passen, oder? Shit. Das wird wahrscheinlich wirklich gar nicht gehen. Das ist ja ein bisschen doof jetzt. Moment. Jetzt kommt wieder der Tetris-Spezialist. Schön. Wie sagt man doch so schön, geht nicht, gibt's nicht. Aber das mit dem schwarzen Öl, ey, das ist ja wirklich, also ich nenne es halt so. Weil das der einzige Referenzpunkt ist, den ich kenne davon. Das ist ja wirklich besorgniserregend. Also der Dockarbeiter, der ist ja wirklich komplett durch. Und vor allem, wenn das da wieder ins Wasser geschlüpft ist. Bah. Da will ich gar nicht wissen, was mit den Fischarten dann noch in und um Klein- als auch Großmarkt passiert. Aber ich habe so das Gefühl, vielleicht wird man informationshalber da dann später auch noch mit gefüttert. Was halt so die Informationsquellen dann angehen könnte. So, ich würde ganz gerne dreimal Bronzehai abliefern. Mir so eine Vorrichtung. Ja, okay, es ist definitiv eine Anomalie, die uns nicht friedlich gesinnt ist. Aber das Teil ist ultra langsam. Moment. Und das können wir ja hier drin, dank unseres Geschwindigkeitsboostes, schon mal zu unserem Vorteil nutzen. Ist das gerade hinter mir aufgekreuzt? Ich hoffe mal nicht. Das hört sich nämlich so an. Nee, glücklicherweise nicht. Tiger-Salmler. Moment. Wir waren mal darauf bedacht, seltene Fische zu angeln. Und ich glaube, das war einer solcher Teile. Dieser riesige Fisch ist nicht nur ein furchterregender, sondern auch äußerst aggressiver Jäger. Die Zähne sind so lang, dass sie den anderen Kiefer durchbohren. Bruder. Alright. Also für alle anderen Meeresbewohner in seinem Umfeld absolut nicht empfehlenswert. Und ein Smaragdring. Da würde ich doch ganz kurz mal Missionsziele. Fange seltene Fische. Ja, tatsächlich ist es einer davon. Jetzt muss ich kurz mal überlegen. Pelikanaal hatten wir beim Sternbecken. Den konnten wir aber nicht abgeben, weil die Scheiße infiziert wurde. Glaube ich. Ich bin mir da aber nicht mehr ganz sicher. Berichte der fahrenden Händlerin, wo man Riesentiger-Salmler findet. Ja, den haben wir. Also dann können wir den ja bei ihr jetzt mal abgeben.
Und schon hat sich doch dieser kleine Exkurs in diese Richtung doch hier schon mal bezahlt gemacht. Oder vielleicht kann man hier sogar ihr das andere auch noch erzählen. Ja, okay, das ist ja richtig geil. Ja, erstmal den Aal, ne? Das sind gute Neuigkeiten. Da ist wohl ein neuer Eintrag fällig. Hier für dich. Es könnte dir von Nutzen sein. Shit. Ja, wobei, eigentlich kann das gleich ins Lager. Das brauchen wir sowieso nicht. Nein. Rein ins Lager. Was ist mit den anderen Fischen? Jo, wir haben gleich noch einen hier am Start. Das ist wohl nur ein neuer Eintrag fertig. Oh, hallo. Ah, die anderen haben wir noch nicht. Ja, kannst du mir etwas über Windstrang erzählen? Ehrlich gesagt nicht viel. Ich bin nur einmal dort gewesen. Ich bin in diese Lagune da gefahren und habe gesehen, dass man nach links, rechts oder geradeaus weiter kann. Etwas dort war unheimlich. Durch den Nebel sah es so aus, als würden die Bäume sich bewegen. Ich kann es nicht erklären. Ich wendete und fuhr zurück. Ich nutze diesen Ort manchmal, um mich ein paar Tage auszuruhen. Durch den Nebel wirken die Sonnenaufgänge immer besonders dramatisch. Natürlich mache ich hier keine guten Geschäfte. Na gut, er kommt auch hier freiwillig schon her, ne? Zweihundert. Holy moly, Alter. Jo, nur zu. Eine Sprengladung hat uns somit zwei weitere Forschungsteile spendiert. Und ich meine, das hat schon was. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht können wir hier auch gleich mal das nächste Netz einbauen. Nehmen wir gleich das hier mal. Zack. Schwerlastschleppnetz. Ich denke mal sogar damit. Ja. Küstennähe ozeanisch. Ja, wobei. Da müsste ich nochmal einen Blick auf die Enzyklopädie werfen. Ich muss schon sagen, der Pelikan-Aal. Ach, beide kosteten sogar 255, also laut. Der, laut dem Eintrag. Ort unbekannt. Achso, ja gut, weil wir da wahrscheinlich noch nicht waren. Müssen wir Schleppnetze. Ja gut, vieles muss man gar nicht mit dem Schleppnetz, sage ich mal, heranziehen. Das tut gar nicht nötig. Alter, okay, die Hai-Varianten sehen aber auch schon echt garstig aus. Rochen, Alter. Okay. Ja gut. Ja, vor allem die Krabben. Also da kann man echt noch mal einiges rausholen, ne, mit den Körben. Ich denke mal, die weiteren Punkte werde ich dann hier in die Körbe investieren. Erstmal. Ausgelüftet.
ausgetüftelter Krabbenkorb. 7 Tage Lebensdauer. Und schwerer Krabbenkorb. Verbaut. Ja, warte mal. Was haben wir hier noch? Ein besserer und robusterer Krabbenkorb. Hält länger und ist sehr viel zuverlässiger. Verbaut wurden für dieses Spitzenmodell nur widerstandsfähige, aber leichte Materialien. Robust und geräumig. Ja. Das andere sieht schon fast aus wie ein Haus. Ja, die nächsten Forschungsteile gehen hier in die Krabbenkörbe. Hätte ich gesagt. Aber da haben wir doch mal zugeschlagen, was die Möglichkeiten angeht. Glänzende Meeresche. Die Schuppen sind zu großen Pusteln angeschwollen. Im Inneren leuchtet eine goldene Flüssigkeit. Das können wir der fahrenden Händlerin auch gleich mal übergeben. Wenn wir uns hier gleich noch ein bisschen weiter umgesehen haben. Okay, 3 Fragezeichen. Kein Eintrag, kein Datum. Es fühlt sich an, als wäre es schon Jahre her, dass mir zum letzten Mal warm war. Ich erwarte nicht, dass er schreibt. Ich will nur das Gefühl haben, dass er hin und wieder an mich denkt. Die nächsten Zeilen sind verschmiert. Er muss zurückkommen. Mehr wütendes Geschmiere. Ich habe ihm doch einen Brief geschrieben. Das wird der letzte sein. Puh. Hat das was mit der gleichen Persönlichkeit zu tun, die die anderen Briefe geschrieben hat? Aua. Die haben sogar Kollision, krass. Was ist denn hier Schönes? Mörserrohr. Oha. Langes Rohr mit aufgesetztem Visier. Alright, aber warum macht das... Also warum liegt das hier in der Nähe von einem abgestürzten Flieger? Überleg mal, da bin ich schon zu schnell um die Kurve gedriftet. Also das hat jetzt nicht so einen krassen Schaden hinterlassen, aber es hat unserem Boot schon gut trotzdem angedamaged. Geschwindigkeit ausmachen kann. Das ist Wahnsinn. Ja, weißt du was? Dann kannst du den Krabbenkorb eigentlich auch gleich mal haben. Oder? Nee, den anderen hat man ja noch gar nicht. Nö. Dann lassen wir es mal dabei.
Jetzt haben wir wirklich bald nicht mehr so viel Platz, ne? Danke. Über 3000 haben wir jetzt schon. Ist das eine Ansage oder ist das eine Ansage? So, ich glaube... Ey, da schon wieder so ein Vieh. No, thanks. Shit. Komm, tauch wieder unter, Junge. Ich bin wirklich der Meinung, ich habe sowas bei Ratchet & Clank irgendwo schon mal gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo genau oder wann. Aber ich bin der Meinung, dass mir diese Art von Gegner bekannt vorkommt. Ein kaputtes Monokel. Ja, das hatten wir auch schon mal gefunden. Second. Huh? Oh. Okay, dass sich hier die Ranken sogar auftun und wieder verschwinden, das war mir neu. Ah, ich bin schon wieder falsch gefahren. Hier wollten wir doch lang. In das Herz der Mangroven. Ich sag mal, ja, man kann hier ankern, aber das wirkt auf mich so ein bisschen wie bei Fluch der Karibik Teil 2 mit Calypso. Einfach mitten im Dschungel. Einladend? Ich weiß nicht. Ein großer Mann beobachtet dich durch den aufsteigenden Rauch eines Lagerfeuers. Er schnitzt beiläufig an einem Stück Holz und steht auf, als du an Land kommst. Also dank des Abzeichens auf seiner, ja, sag mal, auf der Jacke, das Abzeichen davon, also es ist ja, muss ja einer von den abgestürzten Piloten sein. Sonst wäre mein zweiter Guest gewesen. Vielleicht war das der alte Bürgermeister. Aber nee, das muss ein Pilot gewesen sein. Ja, Flieger. Fremder. Nach deinem Gesichtsausdruck zu urteilen, hast du schon Bekanntschaft mit den riesigen Bösewichten gemacht. Setz dich hin. Ja, aber hier gehen wir noch die Option einmal durch. Du setzt dich zu ihm ans Feuer. Ich versuche, sie aus diesem verdammten Dschungel zu vertreiben, seit wir hier abgestürzt sind. Die Jungs haben sie Geistfresser genannt, weil sie einem den Verstand rauben. Sie ließen uns Dinge sehen und Dinge tun. Ich möchte dich bitten, mich von hier wegzubringen. Allerdings erst, wenn ich mein Geschwader gerecht habe. Wir hören zu. Ich habe in all den Jahren schon jede Menge Möchtegernhelden kennengelernt. Doch keiner wollte mir helfen. Bist du etwa anders? Ich kann dir helfen. Ich dachte mir schon, dass du der Richtige bist. Du hast das gewisse Etwas. Hör mir zu. Zuerst müssen wir die verstreuten Teile des Mörsers meines Geschwaders finden. Damit können wir den Bestien dann ordentlich einheizen. Nördlich und östlich von hier sind noch andere Flugzeuge abgestürzt. Ich markiere dir die Absturzstellen auf der Karte. Dann kannst du nachsehen, was dort zu holen ist. Ja, einen Teil haben wir ja sogar schon gefunden. Wie willst du deine Kameraden ehren? Ich habe ein paar ihrer Erkennungsmarken hinter mir im Baum aufgehängt. Das erschien mir recht passend. Scheiße, Alter, wir haben schon eine, glaube ich, verkauft. Oder zwei. Aber ich habe nur die Erkennungsmarken derer, die ich
Ich habe nicht alle Leichen gefunden. Solltest du zufällig über die noch fehlenden Erkennungsmarken stolpern, würde ich sie gerne zu denen ihrer Kameraden hängen. Ich habe hier eine Reihe von technischen Spielereien, die du vielleicht nützlich findest. Hier, nimm das. Auf Treue und Glauben. Für jede Erkennungsmarke, die du mir bringst, bekommst du mehr davon. Ach, dammit, Alter! Shit, wir hatten schon zwei. Gibt es hier in der Gegend Schiffswracks? Schiffswracks? Nein. Alles, was hier endet, wird schnell vom Schlamm verschluckt. Erzähl mir etwas über diese Geistfresser. Teuflische Kreaturen, durch und durch. Sie verfolgen einen entlang der Wasserwege, um dann plötzlich aufzutauchen und ihr grässliches Lied anzustimmen. Beim ersten Mal erschienen mir die Schatten meiner Kameraden. Sie griffen nach mir. Es war wie ein Fiebertraum. Als ich endlich wieder zu mir kam, war ich mit blutigen Kratzern übersät. Sie müssen mich durchs Unterholz gejagt haben. Seither versuche ich dem Feind, wenn möglich, aus dem Weg zu gehen. Sie scheinen vor allem auf Bewegung zu reagieren, also sei vorsichtig. Digga, da, also das ist ja... Das mit den... Ja, mit den Erkennungsmarken, das ist scheiße. Das ist ja richtig, richtig crap. Es sei denn, die spawnen nach, was ich jetzt erstmal noch nicht glaube, aber... Na gut, falls es so sein sollte, dann haben wir halt die Gelegenheit. Oder ich habe halt die Gelegenheit verkackt. Na gut. Leute, mit den paar Minuten überzogenem Time-Limit soll es das jetzt auch erstmal gewesen sein. Ich danke fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dredge.